zu erwarten, ein Pluslevel. Heul mich nicht an. Rums. Oh ja. So stelle ich mir das vor. Sehr schön. Okay. Du willst ja nicht kämpfen. Da drüben wollen ein paar Futzis kämpfen, aber ich will auch hier rein. Ich gehe mal ins Rätselhaus. Ja, willkommen im Rätselhaus. Du wirst beobachtet. Schaut euch diesen Bildschirm gut an. Es wird gleich wo blitzen. Bim, habt ihr es gesehen? Hier ist geblitzt, das bedeutet, da ist jemand. Man kann das mehrmals machen und später blitzt es nicht mehr. Da müsst ihr ihn einfach suchen. Was? Woher wusstest du, dass ich mich unter den Tisch versteckt hatte? Clever. Sieh und staune. Ich bin das größte lebende menschliche Mysterium in ganz Höhlen. Ich bin der lebende Dildo. Ha, erfreut dich kennenzulernen. Du bist hier, um ein Rätselhaus herauszufordern, oder? Deshalb bist du auch hier. Ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Tritt hinter diese Schriftrolle und deine Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich. Oh yeah, ich liebe den Rätselmeister. Es geht hier darum, diese Schriftrolle hier oben zu bekommen, denn dort steht ein Code drauf und diesen Code brauchen wir, um die Tür am Ende des Raums zu öffnen. Das ist ungefähr der Sinn in allen Rätselmeisteraufgaben und am Ende schenkt er uns immer irgendwas Cooles. Meistens ist es was Cooles. Los, Stolunior! Ich glaube, so ein Mirapler dürfte nicht allzu gefährlich sein. Nee, nicht wirklich. Wunderbar. Das läuft doch richtig gut. Das läuft doch richtig gut. So. Gehen wir mal nach links. So, ist hier was? Nein, hier ist eine Sackgasse. Dann machen wir jetzt den Baum hier kaputt. Wunderbar. Und als nächstes du. Ich glaube, das ist der unsinnigste Baum im ganzen Spiel. So, als erstes müssen wir hier lang. Das dauert mir zu lang. So. Zerschneiden. Zerschneiden. So. Dann nehmen wir mal hier das. Ein Zickzackbrief. Hey. Dann gehen wir jetzt mal zurück, denn wir brauchen ja jetzt die Schriftrolle. So. Guten Tag. Wer ist dieser Rätselmeister bloß? Naja, vielleicht ja ich. Ein Eneko. Ja, gut, Eneko soll mir ganz recht sein, es sei denn, es ist ein Weibchen. Ich hoffe mal, dass du nicht anziehen kannst oder so ein Scheiß. Sag mal! Wenn man vom Teufel spricht, oder? Es war sowas von klar. Mag Nein, tu mal was dagegen. Du bist ein Weibchen, du verliebst dich nicht in Eneko. Okay. Ein Rutenschlag. Puh. Ist doch gar nichts. Machen wir weiter mit dem Biss. Und tschüss. Reicht's für ein Level-Up? Nein, nicht ganz. Knilz. Da kann ich dann wieder mein Stolunia einwechseln, wobei es scheiße wird. Aber vielleicht hätte ich doch lieber bei Magnarien bleiben sollen, wegen den Sporenwert, wo er hat. Machen wir mal Kopfnuss. Igitt. Igitt.
Ja, das war... Oh, nee. Aber wir haben ja zum Glück die Amrena-Beere. Okay. So, und jetzt stirb aus. Geht doch. Eisen ab wird jetzt schon. Ja, leck mich, du lernst am Anfang richtig geile Attacken. Ganz ehrlich. Wow. Na, weg mit Herbner, tschüss. Geile Scheiße. So. Gegen Meryl setze ich mal mein Magnaien wieder ein. So, jetzt bekommt auch mein Magnaien endlich mal wieder ein Level Up. Und tschüss, Meryl. Oh, du hast überlebt. Na, sowas aber auch. Mach's jetzt komplett fertig, Magnaien. Gut gemacht. Brüller. Die Git. Wollte das nicht schon Pfiffien erlernen? Ja, Pfiffien wollte das auch schon erlernen. Gut. Jetzt können wir hier den Geheimcode lernen. Und der stinkt, sag ich euch. Vor Eigenlob. Dort steht ein geheimer Code. Der Rätselmeister, sag ich mal, ist von sich sehr, 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 sehr überzeugt. Bin nur zufällig in diesem verrückten Haus gelandet. Ja, das sagen sie alle. Ich bin auch nur zufälligerweise in die letzte Frau gestolpert. Und zufälligerweise ist da meine Hose runtergerutscht. War ganz zufällig. So. Stolunia, mach das Zickzacks mal kaputt. Metallklaue. Schön. Machen wir am besten noch mal eine Metallklaue. Metallklaue. Sehr schön. Und noch ein Zickzacks. Ja, da freut sich mein Stolunio. Guten Schlag erlaube ich dir. Metallklaue. Mein Angriff senken ist aber blöd, liebes Zickzacks. Das will ich wiederum nicht, dass du das machst. Weil Angriff senken ist blöd. Wie, du hast es überlebt? Du Luckbox, du. Und jetzt aber und tschüss. Wunderbar. Und nun habe ich verloren. Naja, das war ja nichts Neues, oder? War ja klar, dass du gegen mich verlierst. Gegen mich kann man nicht gewinnen. Außer vielleicht Camillo. Spike hat den geheimen Code auf die Tür geschrieben. Rätselmeister ist sagenhaft. Das Schloss geht klickend auf. So, guten Tag. Ah, du hast mich gefunden. Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, all die Bäume zu pflanzen. Du bist meiner Größe fast ebenbürtig, bis auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Gut, du hast dir diese Belohnung verdient. Sonderbonbon, wuhu! Dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte, das bedeutet, dass es noch 6 Aufgaben bei ihm gibt. Jedes Mal wird es ein Punkt weniger. Ja, bla bla bla. So. Ich finde die Musik ja so geil.
Insgesamt, die Musik in diesem Spiel ist sehr, sehr genial. So, bist du schon mit dem neuen fertig? Nein, bist du nicht, du stehst noch da oben. So, dann will ich jetzt erstmal gegen dich hier kämpfen. Spürst du die wohlige Berührung unserer wohltuenden Wohlgeruchs? Ja, ja, ich spüre eine Berührung, aber das ist... Okay, riechen tust du auch gut. Ein Knülz, das ist scheiße. Metallklaue. Oh, guter Schaden. Leider habe ich nicht dran gedacht, Stolunio eine neue Arena-Beere mitzugeben. Ich hasse Egelsamen. Und tschüss, Knilz. Eine Roselia. Ja, komm mal her, Magnaien. Gegen das Roselia kümmerst du dich lieber. Denn die Paralyse von meinem Stolunio könnte sehr nervig dabei sein. Schön. Wie viel wollen wir wetten? Oh, nicht mal! Hey! Ich bin erstaunt, dass ich nicht vergiftet worden bin. Du hast dich vom Duft nicht ablenken lassen. Ja, von dir aber schon. Lassen wir das. So, Beutel. Habe ich hier einen Paraheiler. Ja, da. Wunderbar. Ein Äther kann ich auch gleich hernehmen, den nehme ich eh nie her. So, bitteschön. Und dann, liebe Stolunio, kriegst du gleich nochmal eine Amrena-Beere zum Tragen. So, noch eine gibt es für Magnaien. Und Gnampf. Für dich gibt es eine Pirsif-Beere. Nein, halt! Ich sagte, für Gnampf. Bitteschön. Kannst du den Schneider hier nicht einsetzen. Deswegen tust du es. Und ein Makuhita. Du heißt jetzt nicht wirklich Knut. Gottes Willen. Metallklaue. Ja, schöner Angriff. Hör auf mit dem Scheiß. Metallklaue und stirb. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Tod dem Gegner. Das hasse ich. Jedes Mal die Bäume zerschneiden. Das kostet so viel Zeit. Hat dir mein kunstvolles Gitarrenspiel angelockt? Nein, nicht wirklich. Ein Voltoball. Auch das dürfte kein Problem sein. Mit der Kopfnuss. Wunderbar. Und tschüss. Du hast überlebt. Oh, mach doch nicht sowas. Oh, ein Kreideschrei. Bringt dir nun auch nichts mehr. Wunderbar. Und Level 8.